Ja, willkommen, liebe Zuschauer, hier auf dem Kanal des Fördervereins. Heute ein ganz besonderes Schmankerl. Wir dürfen den Herrn Acker, einen Goldschmied aus der Zwickauer Region, hier begrüßen, konkret natürlich aus Zwickau. Und Herr Acker hat uns heute, also wie gesagt, einen Schmankerl anzubieten. Und das ist ein Kunstwerk, was hier hergestellt worden ist durch ihn selbst. Und da wollen wir einfach mal eine Geschichte darüber erzählen, beziehungsweise den Herrn Acker mal fragen. Herr Acker, wie kommt es dazu, dass Sie hier einen Motor vom Trabant 601, so würde ich mal denken, hier nachgebaut haben? Ja, das war kompliziert. Ich bin also 1966 aus der Schule gekommen. Hatte ich die Oberschule, die Polytechnische, beendet und wollte dann in eine Lehrstelle. Mein Vater war schon früher Goldschmiedemeister, hatte eine Firma in Zwickau und ich wollte natürlich Goldschmied werden. Ich habe als Jugendlicher immer mit in der Werkstatt, also ich kannte mich aus in dem Gewerbe. Aber das ging nicht. Ich habe dann Absage bekommen, dass mein Vater keinen ausbilden darf, weil das Goldschmiedehandwerk irgendwann mal BGH werden soll. Und dadurch, weil ja auch, durfte ich nicht ausbilden. Hat er nur noch die Genehmigung als Alleinmeister bis zum Ende seines Lebens sozusagen weiterzuarbeiten. Sonst sollte alles BGH werden. Na gut, dann war das große Problem, ich musste ja noch irgendwo eine Lehrstelle herkriegen. So, und derzeit war es ja auch ein bisschen kompliziert mit Lehrstellen. Und da habe ich dann durch einen Bekannten wieder eine Lehrstelle über Fernmeldebau gekriegt. Bei der Post, dort habe ich Telefoner gelernt. Also direkt Fernmeldebau. Und das war ja dann so, ich habe ja, 2 Jahre habe ich dort gearbeitet, bei der Post. Also mit Masten hochklettern und allem drum und dran. So, zwischenzeitlich hatte ich dann meine Frau kennengelernt. Und ihr Vater war Betriebsdirektor in der Gewerbekühlung auf der Talstraße. Und bei der Post hat man ja noch nicht weiter verdient. Was hatten wir als Facharbeiter? Anfangsgehalt 380 D-Mark. Ostmark. Ost-DDR-Mark. Ostmark. So, und dann mein Schwiegervater hatte dann gesagt, weißt du was, kommst du zu mir? Machst Betriebsschlosser. Was ich vorher noch einflechten muss, ehe ich zur Post gegangen bin, hatte ich noch eine Lehrstelle, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, als Feinmechaniker beim Uhrenhahn, beim Edgar Hahn. Hatte ich eine Lehrstelle als Feinmechaniker, weil ich ja eigentlich wollte ich ein Gewerbe und dann irgendwie umsatteln. Das hat nicht geklappt, das durfte ich dann auch nicht, wurde gecancelt. Zuletzt aber von dem Genossen kam dann die Tochter, und die Lehrstelle dann bekommen und daraufhin bin ich dann zur Post. Und anschließend nach der Post habe ich dann bei meinem Schwiegervater angefangen und habe dort Betriebsschlosser gemacht. Da habe ich noch so einige Ausbildungen, also Schweißer Bass und was da so alles noch dazu gehörte, gemacht. Und habe dort als Betriebsschlosser angefangen und dann habe ich an Bord des 71 habe ich dann in Breitenbrunn an der Ingenieurschule Maschinenbau, also Ingenieur studiert, Metallverarbeitung der Industrie, Technologie. Das habe ich 1974 abgeschlossen, bin dann in der Gewerbekühlung als Hauptmechaniker eingesetzt worden, habe dann 10 Jahre der Abteilung Hauptmechaniker geleitet. Zwischendrin habe ich noch, was war das? Ja, das Diplom gemacht, habe ich dann an der Hochschule in Zwickau im Abendstudium das Diplom gemacht, also als Ingenieurgenieur. Und dann habe ich bis 1984 dort gearbeitet. 1984 kam dann die Förderung des Handwerks raus in der DDR, weil sie begriffen haben, es geht nie ohne Handwerk. Denn es hat ja mit BGH und so nie geklappt. Der einzige BGH, die es hier gab in Zwickau, war
die Oma, aber auch nur mehr oder weniger von der HO aus. Da war die Zentralwerkstatt hinten in der Schneeberger Straße, dort wo hier der Durchgang ist, wie Schlefenpassage oder wie die mal hieß. Da hinten drin waren die. Und das hatte sich dann auch alles aufgelöst und die hatten sich dann 1984 dann auch selbstständig gemacht, die Oma. Und da habe ich dann gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt kündige ich, jetzt fange ich an bei meinem Vater. Jetzt lerne ich Goldschmied. Dann hatte ich natürlich das große Glück, dass die ganzen umliegenden Meister keine Lust hatten, dass ich noch als Konkurrenz auftrete. Rundum also gab es für mich keine Lehrstelle. Arnstadt, was also die Theorie gemacht hat, die waren Arnstadt, die haben es abgelehnt, sagen, unsere Klassen sind voll, wir haben keinen Stuhl, dass sie sich noch mit dazusetzen können. Ja, ich sage, gut, ich kann ihn mitbringen, das war mit das Problem, aber das wollten sie nicht. Da haben wir das aber dann über die Handwerkskammer durchgesetzt, dass ich dann das in Zwickau gemacht habe. Beim Vater habe ich die Ausbildung gemacht und hatte dann die Prüfung von den ganzen Handwerksmeister. In Zwickau, die haben dann die Prüfung abgenommen zum Facharbeiter. Und das war natürlich ein bisschen heftig dann. Da wissen Sie ja, was da los ist, wenn so ein Herr der Handwerksmeister dann ihre Fragen stellen. Aber das war alles kein Problem, habe ich problemlos gemacht. Dann habe ich bis 91 beim Vater gearbeitet, habe dann 91 den Betrieb von meinem Vater übernommen. Er ist dann in Rente gegangen, dann habe ich den Betrieb übernommen und ich hatte ja keinen Meisterabschluss. Ich hatte zwar Diplom-Ingenieur oder sonst was, Ingenieur Metallverarbeitung, aber es ging eben nicht. Und da hatte ich von der Handwerkskammer eine Ausnahmebewilligung, dass ich im Jahr was 20.000 oder 25.000 D-Mark damals Reparaturleistung, Goldschmiedeleistung erbringen darf, darf aber keine Lehrlinge ausbilden. Gut, hat mich das nicht gejuckt. Oder so. Aber natürlich hat das die Meister rundherum gekratzt und dann kamen die ganzen Anfeindungen. Alle paar Minuten kam irgendwas, ein Schuss vom Bug oder. Und ich hatte ja am Geschäft dran Goldschmied. Ich habe ja nicht Meisterin geschrieben, ich war ja Goldschmied. Dann kam irgendwann, wann war das? 91 habe ich übernommen. Das muss so 93, 94 gewesen sein. Kam die Delegation von der Handwerkskammer Chemnitz und alles. Und sie müssen ihre Firmierung ändern. Es darf nicht Goldschmied dran spielen, das ist nicht rechtens und alles. Ach und oh. Und wollten mir gleich einen Laden zusperren. Dort. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe geschrieben von der Handwerkskammer, ich darf das. Dann mussten sie unvorstellbare Dinge wieder abziehen. Dann kam das ganze Problem mit der Handwerkskammer in Chemnitz. Regierungspräsidium Chemnitz, die sich damit hineingehangen hatten. Dann habe ich irgendwann hatte ich satt und sagte, wisst ihr was, Leute, ich mache Meister. Und habe gesagt, gut, ich mache aber keine Theorieprüfung. Denn ich habe von 1989, also 89 bis 91, habe ich hier an der Volkshochschule in Zwickau Goldschmiede ausgebildet. Also von den Meistern so rundherum, wo die Kinder auch umsatteln wollten und gemacht und habe Werkstoffkunde gegeben. Und da konnte mir keiner irgendwie sagen, dass ich nicht im Fach stehe. So, und da habe ich dann das durchgesetzt, dass ich nur, hatte ich vom Regierungspräsidium, die haben das alles anerkannt, Meisterstück machen muss. Und dann ging das ganze Dilemma von vorne los. Wir hatten den Obermeister, vorhergehenden, bei dem ich die Prüfung abgelegt habe, als Goldschmied, der war absolut Top-Mensch. Er ist aber leider gestorben und da hat man einen anderen Obermeister und der war ein sehr großer Choleriker und hatte immer seine ursprüngliche Aussprache, die immer war, meine Hand reicht in höchste Regierungskreise, wenn irgendwas war. So, und so war es. Ich habe dann Bekannte gehabt in Nordhorn, die mir sehr nach der Wende geholfen haben, Goldschmiede. Und die haben, dort habe ich angefragt und gesagt, was könnte man als Meisterstück machen? Und dort hatte ich dann gesagt, weißt du, kommst du mal her, wir
tun das immer durch. Ich habe ein Meisterstück hier komplett mit Zeichnung und allem drum und dran. Das ist prämiert. Hier, das hat halt hier große Prämie gekriegt in Lottern. Nimmst das mit, reicht das ein. Habe ich getan, habe es eingereicht und prompt kam Schreiben drauf, Dilettantenarbeit, ist kein Meisterstück. Und das war eine Arbeit, eine Technologie, die von unserem noch keiner kannte. Das war mit Erztechnik und allem drum und dran. So, dann sagte ich, was machst du jetzt? Was reichst du jetzt ein? Da steht im Gesetz drin, dass ich eigentlich als Arbeit ja nicht unbedingt ein Schmuckstück machen muss. Ich kann eine Kürbisware machen. Und dann war das, wann war das? 98. 98 war an einem Sonntag im Sommer. War schönes Wetter, bin ich dann mit der Frau früh mal spazieren gewesen, weil das Trabi-Treffen war und die Trabi-Parade kam. Da stand ich unter Muck. Die kamen alle so runter und da fiel mir ein, Mensch, man müsste was mit dem Trabi machen. Das hat noch keiner gemacht. Und da kann ja keiner mitreden. Und dann war das so, überlegt, ich dachte, Trabi bauen bringt nichts. Karosse und so wäre auch gegangen, aber das ist optisch, bringt das nichts. Kriegst du ja in jedem Modellbauladen. Und dann kam ich auf die Idee, ich sagte, Trabi-Motor ist da eigentlich das Ästhetischste am ganzen Trabi, vor allen Dingen, wenn er nackig ist, wenn er keine Verkleidung hat. Und da habe ich gesagt, gut, ich baue einen Trabi-Motor. Dann ging das Dilemma los, dass ich dann ja keine Zeichnung und nichts dazu. Bin ich rumgerannt, Sachsenring gefragt und so, ja, das liegt alles immer schief und das dauert ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, bis wir das haben und alles mögliche. Und da hatte ich dann draußen auf der Schneeberger Straße das Auto, Werkstatt, Trabi-Werkstatt Bauer war das. Ja, dann hatte ich aufgerissen und da war auch gleich begeistert. Und da hat man alle Teile zur Verfügung gestellt. Motorengehäuse, Zylinderkappe und was ich gebraucht habe. Und das habe ich dann in Kleinarbeit alles runtergerechnet. Und die Zeichnung dann im Maßstab 1:5 gemacht. So, und das war ja nur das Problem. Ich habe zum Beispiel vom Kurbelgehäuse, da flansch hier zwischendrin, wo die zwei Hälften voneinander kommen, das Kurbelgehäuse auf ein großes Papier gestellt und dann mit dem Stift nachgezogen, mit dem Papier in den Copyshop gerannt und gesagt, könnt ihr mir das mal auf 1:5 verkleinern? Mhm. Und dann hatte ich erst einmal die Maße. Dann habe ich dann die ganzen Zeichnungen, habe mir die Schablonen gemacht. Dazu habe ich das Ding aufgebaut. Dann war das Problem. Es kam der Tag der Abnahme. Was ich noch sagen muss dazu vorher, Schaumeister, es kommen ja eigentlich immer die Schaumeister, die dann bei der Arbeit mal aufpassen, mal gucken, ob du auch alles richtig machst oder alleine machst, dass du Kinder dabei hast oder das Ding baut. Kam ein einziges Mal eine Schaumeisterin von Leipzig, die sich das angeguckt hat, die hat mir dann noch auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ich gebe Ihnen den guten Rat, lassen Sie es sein, das kriegen Sie nie hin. Ich sage, nee, ich lasse es nicht sein. Ich mache das jetzt und wenn es in die Hose geht, dann geht es in die Hose. Mich juckt das nicht. So, und da habe ich, ist sie wieder fort und, so, und kam nie wieder einer. Dann habe ich das Ding gemacht. Dann war die Abnahme, die war in Dresden, in einem silberverarbeitenden Betrieb dort war die Abnahme, dort musste dann auch das Schaustück noch gefertigt werden. Muss immer noch eine Schauarbeit gemacht werden an Ort und Stelle. Das lief alles einwandfrei. Schaustück, da war ich schon mal 2 Stunden fertig. Es war alles top. Und der Motor dann, wo wir dann dran waren, wo es dann ging, so jetzt machen wir die Verteidigung, jetzt geht's ran, Schaustück ist ausgearbeitet, wurde mir gesagt, durchgefallen. So, und da haben sie entdeckt bei dem Motor im Zylinder, also zwischen den Rippen, da sind Ringe drin gewesen, Nullringe, als Distanzstücken zwischendrin. Und da hat sich einer geöffnet, die Naht, da hast du nur einen kleinen schwarzen Strich gesehen drin und das war zum Ablehnen. Da wollten sie dann, haben sie gesagt, okay, sie können das 6 Wochen haben sie Zeit, sie können das nochmal einreichen. Aber der Motor bleibt hier und sie machen das neu.
Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ich sage, ihr seid verrückt. Das ist mein Motor. Das ist ein Haufen Material, das Ding nehme ich mit. So, und wenn, dann mache ich das beanstandete Teil neu und nicht den ganzen Motor. Na gut, habe ich es mitgenommen, habe mich dann drüber gemacht, habe die Teile neu gemacht, habe die Technologie umgestellt, habe dann innen statt Nullringe Scheiben genommen, habe das Material geändert, denn die Ringe waren vorher aus 900er Silber. Und 900er Silber ist ein kleines bisschen thermisch empfindlich. Und da habe ich dann umgestellt die Ringe auf 935er. 935er ist zwar weicher, musste mehr aufpassen beim Bearbeiten, aber es ist damit stabiler beim Löten. Die Ringe sind ja alle auf eine Hülse aufgelötet. Was die Laufbüchse ist, die ist als Hülse hier drin, das sind die aufgelötet. So, dann habe ich die alle nochmal gemacht. Dann musste ich antreten in Dresden beim Obermeister. Beim Landesinnungsobermeister war er genau. Dort stand ich 2 Stunden vor der Ladentür mit meinem Dings, mit meinem Motor. Dann kommt der Obermeister raus und sagt, es tut mir leid. Die Prüfungskommission ist nicht angereist. Aber es ist kein Problem, lassen Sie den Motor hier. Wir beurteilen den und Sie kriegen dann Bescheid. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich lasse den nicht hier. Was ist denn? Ist da versichert bei Ihnen, wenn da nicht gekleidet wird? Oder es passiert was? Da geht kaputt, fällt runter, irgendwas. Was ist denn dann? Habe ich dann meinen Meister? Nee. Also das Risiko, das geht nicht. Also wenn er kaputt geht, ist er kaputt. So, dann habe ich gesagt, nicht, ich nehme den wieder mit. Habe mir von dem Obermeister ein Schreiben machen lassen, dass ich ordnungsgemäß da war, dass mir keiner ans Bein kann und sagen, dass er dann irgendwann einmal sagt, ich war nie angereist. Und bin wieder heimgefahren. Bin natürlich gleich zum Regierungspräsidium. Und das zum Beispiel ist das Schreiben hier. Das war am 31.10.1998, war ich dort, was ich mir dann vom Obermeister habe geben lassen. Das ist alles. Bin dann wieder heimgefahren, habe im Regierungspräsidium und der Handwerkskammer Chemnitz angerufen, habe den gesagt, so und so sieht es aus. Und das Regierungspräsidium Chemnitz hat gesagt, die hätten den ersten gar nicht ablehnen dürfen, das ist kein Fehler da innen drin. Aber das war wieder meinem ehemaligen Obermeister geschuldet. Und dann hat der Handwerkskammer und Regierungspräsidium festgelegt, 14 Tage später, die Abnahme findet in der Handwerkskammer Leipzig statt. Musste ich nochmal nach Leipzig fahren mit dem Ding. Dann war ich in Leipzig bei der Handwerkskammer. Die haben das Ding nicht mal angeguckt. Ich habe eine Schachtel aufgemacht und einen Zettel ausgeschrieben, was erledigt. So viel dazu erst einmal. Ja, und dann ging das so weiter. Und dann habe ich den Handwerker, den Handwerksmeister gekriegt. Dann war der Meisterfeier und was das so alles war. Und dort war der einzige Vorteil an der ganzen Geschichte, ich habe aus welchem Grund auch immer, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, entweder weil das Silber Korpusware war oder sonst was, haben sie mir nicht den Goldschmiedemeister gegeben, sondern haben mir den Gold- und Silberschmiedemeister gegeben. Ich habe jetzt beide Meistertitel. Steht auf meinem Meisterbrief drauf. So, und dann stand er dann in Leipzig auf der Handwerksmesse, war ausgestellt, war MDR und alles da. Selbst der ADAC hat in der Audiobild und überall wo er drin abgebildet. Ja, das war eigentlich die ganze Geschichte, wie ich zu dem Trabimotor gekommen bin. Ja, doch sehr steiniger Weg, Hager, muss man echt sagen, aber es ist ein sehr schönes Schmuckstück, was wir hier betrachten können. Noch eine Frage dazu hätte ich, also Sie hatten es ja schon gesagt, das ist also 935er Silber und jetzt schaue ich mal das Kurbelgehäuse an, das ist also tatsächlich sehr auffällig echt wirkend, ne? So wie also tatsächlich dieser Alu-Druckguss. Das ist wie das Alu-Gehäuse, bloß dass das alles einzelne Teile sind. Ja. Zum Beispiel dieser Vergaserflansch, mhm. Ja, das ist ja vorne der Flansch. Dann ist hinten dran die Verstärkung, wo das Gewinde mal drin war, die Rippen oben drauf,
Das Rohr, das sind alles Einzelteile. Alles winzig kleine Teile, die aufeinander gefügt wurden. Ja, ist also echt realistisch. Aber trotzdem ist das Kurbelgehäuse jetzt auch Silber? Das Kurbelgehäuse ist alles Silber. Auch alles Silber. Das ist, der ganze Motor sind, glaube ich, 605 Gramm Silber. 35 Gramm Gold, glaube ich, oder 45 Gramm Gold, ja. Enorm, ne? Also das und ist dann noch die Brillanten dazu. Das ist also ein sehr kostbares Stück. Ja, die Zündkerze, man kann das alles rausnehmen, die Zylinder gehen ab, die Schrauben dazu, die sind auch untereinander austauschbar, also ja. Das ist absolute Präzision dann, das passt. Ob sie denn so und die Kerze kann man rausnehmen. Ja, tatsächlich. Ja. Hier unten liegt ja eine auf dem Drehteller. Und die ist halb Silber, halb Gold. Ja. Das Oberteil ist Silber, das Unterteil ist Gold. Ein bisschen höher halten, dass man in die Kamera rein. Hier so, sieht und unten schön. Ist ein 0,01er Brillant drin als Zündfunke. Ach, es ist ja unfassbar. Ja. So, und das ist schon ein Problem, das so zentriert zu bohren mit der Hand. Ja. Und den Brilli dort reinzukriegen. Das ist 3 mm Kerzengewinde. Also die maßstabsgetreue Nachbildung ist hier schon echt fantastisch. Das kann ich mir vorstellen, Herr Acker, dass da die Zeitungen und die Journalisten hier ganz scharf drauf waren. Und heute, wir sind ja genauso gespannt, was Sie uns hier zeigen. Deswegen ist das heute ein besonderer Moment, dass also dieser Motor hier das erste Mal präsentiert wird. Und wenn wir uns das mal anschauen, das ist also hier, ich habe ja hier Fachleute, wie heißt denn das große Zahnrad? Die Schwungscheibe. Die Schwungscheibe, gut, Dankeschön. Die Schwungscheibe hat hier das geschwungene S vom VEB Sachsenring auch mit drin. Das ist natürlich bei der echten Schwungscheibe, aber nicht an der Stelle. Aber es muss gehen, es sieht schön aus. Es sieht wunderschön aus und die künstlerische Freiheit. Ja, aber die Scheiben, wo die Kupplung aufgeflanscht wird, die Bohrungen, die sind alle original, so wie sie drin sind. Plus, dass da hier eben dann keine Schrauben drin sind, sondern die Brillanten. Ja, das sind jetzt hier 5 Brillanten, die hier, 6 sind es. Und dann die 2 in den Kerzen drin sind, 8 Brillanten, und die sind zusammen genau 0,26 Karat. Ja, ist also nochmal eine Steigerung. Das ist genau die PS-Zahl, das sollte ja... 0,26 Karat, also 26 PS. 26 PS, und da habe ich die Brillanten so bestellt, dass die genau verlesen wurden, dass ich das Gewicht zusammengekriegt habe auf der Stückzahl. Also wirklich war durchdacht bis aufs i-Töpfelchen hier. Das, die Schrauben, die hier drin sind, die sind alle gängig. Ich hatte den jetzt auseinander, den Motor, und habe den General gereinigt. Die Schrauben können Sie rausdrehen, haben Sie das Gehäuse auseinander. Und alles aufmachen. Und das ist 1 mm Gewinde. Was ist das? Ein kleiner Goldschrauben, 1 mm Gewinde. Die habe ich alles selber auch angefertigt. Gibt es ja nie. So, und das funktioniert. Das Einzige, was eben nicht originalgetreu ist, das sind die Schrauben. Weil normalerweise sind Sechskantköpfe, aber das lässt sich nicht machen. In der Größe, in Sechskantkopf, und den dann noch mit einem Mini-Schlüssel bewegen. Geht, den kann ich also nur nicht als Schlitzschraube machen, genauso im Zylinderkopf. Ja. Das ist natürlich technisch vollkommen klar, nicht machbar, und deswegen ist es aber auch in Ordnung. Also das hätte ich jetzt auch gar nicht mitgekriegt, wenn Sie es nicht gesagt hätten. Hier drin habe ich dann immer noch, das ist, wenn da mal, ich habe ja hier auch keine Schrauben drin, da liegt bloß so da ohne Schrauben. Ja, unten drin sieht man ja dann den Brennraum, wo die Kerze reinkommt. Ja. Das ist alles so, wie es so ist. Man kann das mal in die Kerze reinschauen. So, und da ist er hier da. Ist ungefähr so viel, wie es auch original in den Zylinder reinragt. Ja, sehr schön. Ja, das ist also kein Problem. Ja, kann man, sag mal, schlussendlich sagen, das ist Ihr Lebenswerk, Hager? Ja, da stecken ohne Zeichnungen.
Und die Zeichnung, die habe ich ja gar nicht mehr dazu gerechnet. Ohne die Dings sind das 650 Stunden Arbeit, die hier drin hocken. 650 Stunden. 128 hätte ich bloß arbeiten dürfen. Hm. Länger durfst du nicht als Meisterstück. Hm. 128 Stunden. Da habe ich natürlich Tag und Nacht gearbeitet, dass ich es in dem Zeitraum, in den 3 Wochen fertig gekriegt habe. Hm. Das erste Mal. Und dann habe ich ja noch einmal einen Haufen investiert, wo ich die Zylinder noch einmal gemacht habe. Ja. So, und die habe ich dann mit Scheiben gemacht. Das sind zum Beispiel die Zylinder, die erst drauf waren. Bei der ersten Abnahme. So, und da weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt hier irgendwo sieht. Irgendwo hier hinten klopft. Ja, die liegen nicht ganz flach auf. Das ist eben das Problem am Rundring. Ja, hier ist das Problem. Hier hat sich ein Ring, das ist durchs Löten, durch die Thermik hier innen drin leicht gehoben. Damit ist auch dieser nächste Ring etwas nach oben. Und der Spalt stimmt nicht. Und das war der ganze Krebsschaden daran. Das habe ich aber dann geändert und habe hier... Ja, wo die dann angefangen haben zu meckern, ne? Ja. Ja, aber das ist ja jetzt auch das ja, sehr hohem Niveau gemeckert. Das sind ja mal ein paar Materialabschnitte. Das zum Beispiel ist so ein 935er Zylinderkopfring. Ja. Okay. Das ist praktisch die Zylinderkopfdichtung jetzt? Nee, das ist so eine Lamelle. Alles klar. Ja, die kommt dann aufeinander, kommt innen in die Laufbüchse rein. Okay. Die Laufbüchse sind praktisch... Das ist Ausgangsmaterial, die Laufbüchse. So, die habe ich aus Silber gemacht, das ist 900er. Und die habe ich dann abgedreht, die Büchse, dass die oben dünner wird auf den Durchmesser. Mhm. Wie hier, so, und dann kommen die Ringe drauf. Denn weil ich ja, dieser Durchmesser ist dann der Durchmesser, der hier unten vor dem Flansch sitzt. Sehr gut. Ja. Ist ja hochinteressant. Also wirklich. Und dazu waren diese Köpfe aufgebaut, da war immer so eine Scheibe und dann zwischendrin so ein Ring. Ja. Das ist jetzt nicht der Originalring. Ich habe bloß jetzt einmal einen Silberring mitgebracht, also nicht ganz von der Größe her, so ein Ring. So, und da wurde dann verlötet, dort wo er hier die Naht hat, wurde da verlötet, dass er zu ist und dann mal auf den Stein abgezogen, dass er glatt besser aufliegt. Hat sich aber nicht bewährt. Dann habe ich dann alles 935er gemacht, wie hier, und habe dann solche Scheiben gemacht. Mhm. Und habe dann als Stangstücken diese Scheiben drin. So. Und das passt, das geht. Weil sich das auch durchs 935er nicht mehr verzieht. Mhm. Oder jedenfalls nur ganz minimal. So, und diese Dinger, die kamen dann alle aufeinander und die sind alle etwas größer, als sie in Wirklichkeit sind. Mhm. So, und wo da dann gefügt war, habe ich die 2 Köpfe auf die Bank genommen und habe sie auf dem Maß gedreht. Also jetzt sagen wir mal, dass jetzt die Zylinder alle gleichmäßig sind. Wir haben die auf dem Maß gedreht und zuletzt wird dann die Seite geschnitten. Hm. Dann habe ich die dann mit der Säge alle abgesägt bis runter. Kriegst du nie genau hin. Dann habe ich mir einen Schlitten gebaut, wo ich den Kopf aufnehmen kann. Und habe den dann glatt geschliffen, dass der glatt ist und damit die Seiten weg sind. Und dann passt da jetzt genau, wenn das so ist, passen die 100% zusammen. Sehr schön. Herr Acker, also das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Sache, kann ich hier mal stellvertretend
für das Gremium hier vom Förderverein und vom August-Horschen Museum einfach mal ausdrücken. Und jetzt haben Sie ja noch etwas ganz Besonderes anzubieten. Wir haben ja am 1.6.24 hier die Frühschicht im Hause. Das bedeutet also, der Trabant 601 wird also an dem Tag 60 Jahre und wir werden also hier eine große Feierlichkeit haben und ganz viele Trabi-Fans hier mit Originalfahrzeugen herzlich einladen. 6:01 Uhr eröffnet das Museum und dementsprechend hier bieten Sie also dann an, dieses Schmuckstück hier öffentlich zu präsentieren an diesem Tag. Und dafür schon mal ganz herzlichen Dank, Herr Acker. Das ist also wirklich ein großes Angebot an uns, dass wir hier nochmal zusätzlich zu unseren Trabis natürlich auch dieses Kunstwerk hier zeigen können. Und damit lassen Sie uns nochmal Dankeschön sagen und wir freuen uns, dass dieses Kunstwerk hier am 1.6. dieses Jahr zum 60. Geburtstag des Trabant 601 zu sehen sein wird. Herr Acker, vielen Dank für Ihre Auskünfte und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Danke. Und viel Schaffenskraft weiterhin.